Oh, danke. Was ist denn? Ich habe ihm eine Tablette gegeben, jetzt schläft er. Mach doch die Zimmer, jetzt die Scheißkamera aus. Was ist denn passiert? Ich weiß es nicht. Die Nachbarin hat angerufen, weil sie mitgekriegt hat, wer die Wohnung demoliert hat. Was ist denn passiert? Was ist denn los? Ich weiß es nicht. Was hat er denn? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß zwar, dass er immer wieder aggressiv wird, aber sowas habe ich noch nicht erlebt. Hat er irgendwas genommen vorher? Hast du ihm was gegeben? Schau dir doch erst mal die Küche an. Oh, ist schlecht. Entschuldigung. Mein Gott. Max, kann ich dir was tun? Max, willst du eine Tablette? Das geht schon. Willst du eine Tablette, Max? Schau das mal an. Du hast Hotchkiss gegessen heute Morgen. Oh. Ist das nicht im Text? Warum hat er das gemacht? Ich weiß es nicht. Du. Was hast du ihm gegeben? Du! Hör doch mal auf mit dem Scheiß für dich. Hör doch mal auf jetzt. Du gibst ihm doch immer irgendetwas. Du machst ihm irgendetwas, was man nicht greifen kann, was man nicht fassen kann. Du fühlst dich für etwas verantwortlich, was vielleicht zu viel ist. Entschuldige, meine Liebe, er ist mein Bruder. Ja, und ihr seid wie meine Söhne. Beinahe jedenfalls. Ich fühle mich auch verantwortlich. Hör auf jetzt, tu die Kamera einfach. Das geht zu weit. Du weißt nicht die Folgen. Die Folgen kennst du nicht. Das. Und wenn man ihn so lässt, wie er ist, was soll denn dann passieren? Was soll denn dann passieren, meine Liebe? Kannst du mir das erklären? Aber du hast es nicht mehr unter Kontrolle. Benjamin? Es ist nicht mehr unter deiner Kontrolle. Den du ihm verabreichst, auch nicht besser. Wenn das wäre besser, meinst du, das wärst du dir, denn wenn du deine Scheißzeug einnimmst. Das ist ein Glas Wasser. Hast du was zu essen? Oder einen Kaffee. Ja. Du musst was essen. Ich bin der Streichhölzer. Seit wann hat er denn diese Zustände jetzt? Er hatte zwar immer solche Anfälle, aber dass ich so ausagiert, das war das Neue. Er hat mir davon immer erzählt, früher. Was er hat davon erzählt, dass er sich versucht zu orientieren anhand von Symbolen, die er in Büchern findet. Ja, er hat davon nicht mehr gesprochen. Er hatte die Bibliothek von Paul damals übernommen. Er wollte den ganzen Kram weggeschmissen, aber er hat es ja nicht zugelassen. Aber dass er es ausagiert, das ist neu. Es könnte sein, dass er sich selbst als Sprache sieht, als Symbol. Ja, er hat in irgendeiner aramäischen oder arabisch in Sprache gesprochen. Es ist koptisch. Mhm. Mach mir doch auch eins. Gerne. Bitte. Benjamin? Wir machen Eier. Möchtest du auch eins haben? Was? Becky, nicht auf. Hast du was gesagt, Benjamin? Er möchte auch ein Ei. Möchtest du ein Ei? Spiegelei oder Rührei? Rührei. Du musst aber. Gleich, du musst einen Augenblick, kleinen Augenblick warten. Wir machen hier ein Rührei. Was machst du
du denn da? Das passt doch nicht. Ich brauche die Stoffe jetzt unbedingt. Passt doch nicht. Ein gewissen Cocktail von Reizen, die ihn wieder zurückbringen. Er schafft das nicht alleine, Marlene, er schafft es nicht. Du weißt doch, dass er früher immer nichts gegessen hat. Das ist doch das, was er meint. Versteh doch, was er meint. Anna, hör jetzt auf. Jetzt geh bitte rauf. Willst du nach Hause fahren? Anna fährt. Ich mach das schon. Ich mach das mit Marlene. Du regst ihn auf. Sagst du nicht, dass du ihn aufregst? Du regst ihn furchtbar auf mit deinem mütterlichen Dasein. Du bist wie eine Glucke, die sich über ihn setzt. Das war früher schon immer so. Versteh doch, Marlene, bitte. Bitte lass uns doch jetzt alleine. Lass uns alleine, ich verstehe ihn, verstehst du? Was mir fehlt, das hat er zu wenig. Verstehst du? Das hat er zu viel. Nein, Marlene, Hanna, fahr sie bitte nach Hause. Fahr sie nach Hause. Nein, Anna. Du kannst hier nicht helfen, Marlene. Ja, wir sind glücklich, dass wir dich haben. Wir sind glücklich, dass wir dich haben. Aber jetzt hilft uns nicht. Wenn du willst, dann geh ich. Mein Gott. Was macht er denn? Anna. Was macht er denn? Ich versteh's nicht. Er ist verwirrt und Max ist jetzt auch noch verwirrt. Was macht denn Max? Mein Gott. Was ist jetzt aus? Bitte, Anna. Du spinnst doch komplett. Das ist überhaupt nicht witzig. Marlene ist hier. Und Anna, ja. Bei mir geht's gut. Ja, in der Hutmacherei. Ja, okay, das ist in der Mommsen. Mommsen, Ecke, Schlüter. Ja, ich sag's mal, Lene. Jetzt hilf mir doch wenigstens beim Aufräumen. Mach ich schon, Anna fertig nach Hause. Nein, ich bleibe hier. Tschüss, bis tschüss, ja. Tschüss, tschüss. Hilf mir doch beim Aufräumen. Du kannst jetzt... Lass alles bitte so, wie es ist. Er hat sein Gehirn nach außen verlagert, verstehst du, Marlene? Wenn du etwas aufräumst, dann gerät er völlig außer Kontrolle.
So lange, bis er aufwacht. Er müsste aufräumen. Er müsste ihm helfen. Aufzuräumen. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Bist du verrückt geworden? Geh raus! Was? Nur Spaß. Also, es gibt mir überhaupt gleich der Schlag. Es wird mir schlecht. Hat er in letzter Zeit koptisch geredet? Ja. Es klang so. Hör auf. Zu Hause, Marlene? Nein, Anna. Ich warte, bis er aufwacht. Ja. Ich bleibe hier. Besser, ich habe gut geschlafen. Benjamin. Marlene. Gott, oh Gott, oh Gott. Was machst du, Marlene? Ich räume auf. Du räumst auf. Ich räume auf. Ach, Benjamin. Gib her.
geht der Sommer lieber spazieren gehen? Ja. Anna? Wir machen dann einen Spaziergang. Anna. Mit Anna vielleicht. Hm? Ja. Wir einen Spaziergang machen. Meine Anna. Geht schon viel besser. Ich habe ein bisschen geschlafen. Benjamin, bleib doch da. Bleib doch erstmal da. Wir müssen uns erst umziehen. Ich muss erst schnell was einkaufen. Schnell was umziehen. Ich warte auf dich unten. Nein, bitte nicht. Ich bin in diesem Wasser ein. Nein.